Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood, Part 23 von mir 94. Okay, weiter geht's mit Da Vincis Verschwinden. Salai, bist du das? Ezio. Gott, bist du ich alt. Ich werde wohl langsam wirklich alt. Nein, wirklich. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Ah, deine Stimme ist dieselbe. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Ich denke mal, die Stimme von dem Synchronsprecher Woran ist recht arbeitest einzigartig. Du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Und dieses breite Lächeln übertrieben, bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai, bringst du mir... Ach, das war gar keine Begrüßung. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Däne, ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpe Addormentata. Na, also wer das Gemälde nicht erkennt, der ist entweder blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. So, die Würfel sind gefallen. Leonardos Assistenten Salai in der Diebesgilde finden und zu Leonardos Werkstatt bringen. Volle Synchronisation, mindestens 4 Quadrate der Gesundheit behalten. Ja, klar, machen wir. Denn wir kennen ja die Blitzattentate. Und mir wurde gesagt, das würde sogar in Assassin's Creed 2 schon gehen. Aber habe ich nie mitbekommen. So, geht doch. Ja, ein langer Weg zur Diebesgilde. Wir sind schon da. So. Dass er es nicht selber schafft. Okay, ich glaube, wir wurden dahin geportet. Salai in der Diebesgilde finden. Ja. Ein Glück, dass du markiert bist. Warte, du bist bestimmt der da mit der Schwarze hier. Nein, doch nicht. Ach, da. Ich dachte eigentlich, das wäre der mit der schwarzen Mütze da über Ezios Kopf jetzt. Ezios Kopf ist jetzt immer mein... Dings. Die Nuovo! Das sind Glückswürfel, das sagte ich doch. Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja! Auf ein neues! Leonardo, euer Meister wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Schöne durchsichtige Haare. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht, doch ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Messere. Ja, die sind pisst. Schlägerei, komm. Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Sentite! Ich spiele nicht mehr! Wir auch nicht! Ich wünschte, ich besäße nur eine... Geh, hau rein jetzt. Komm! So, und jetzt geht's mit dem Blitzattentat los. Okay, weiter mit den Blitzattentaten. Okay, 6 Quadrat haben wir noch, 7. So, wir sind fertig. Das ging schnell. Danke für den Tipp mit den Blitzattentaten. Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung imstande. Ihr seid Ezio Auditore. Kommt, ich weiß. Wir müssen sofort zu Leonardo zurückkehren. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Gut,
Ich laufe vor. Ihr hinterher. Geht klar. Salai. Was zum Lesen? Beruf, Lehrling. Pff, was ein toller Beruf. Naja. Niklas kickt gerade alle aus dem Teamspeak. WTF! So, was ist das? Hermetika. Keine Ahnung, was ihr für Leute seid, aber ist mir auch egal. Komm, Pferd. Es ist mir doch zu blöd, dem kleinen Penner jetzt so hinterher zu laufen. Aber das erinnert mich an heute GMG, also Politik sozusagen. Unser Lehrer hat uns was über die Stasi gezeigt. Und da war dann halt so ein, lasst mich doch. So ein Video, was die alles über so einen Typen herausgefunden haben. Und die Leute, die das vorgelesen haben, hatten halt auch so einen Ostdialekt. Und 33% der Mädchen in unserer Klasse mussten, haben sich nicht mehr eingekriegt bei diesem total ernsten Beitrag und mussten die ganze Zeit lachen. Ja, das Tolle ist halt, wir haben nur 3 Mädchen. Gott, geht doch weg von mir. Kriegt mich doch eh nicht. Also, geht weg. Ich höre sie hinter mir. Sie sollen weggehen. Ich habe auch keinen Bock, mich auf mit irgendwelchen Leuten anzulegen, die auf Pferden reiten. Denn die hauen mich einfach nur weg. Ja, nö, Pech. Ich renne jetzt einfach weiter. Muss ich überhaupt hier in das Gebiet? Nö. Ich kann auch geradeaus. Aber hey, alle Wege führen nach Rom. Nur zum Glück sind wir schon in Rom. So, das waren ein paar Diebe, die uns so helfen. Finde ich gut. Bürgerwehr. Was? Ja, okay, einige Bürger werden für uns kämpfen, wenn wir die Borgia-Tümer halt kaputt gemacht haben. Ich bin schon Jüngern in ähnlichen Roben begegnet. Sie suchten ein Objekt, das ich damals besaß. Ihr meint den Edensplitter? Leonardo sprach davon? Er sagt mir alles. Seine Gesprächigkeit kommt uns teuer zu stehen. Wir müssen ihn warnen. Sprecht nicht weiter. Ich kenne den besten Weg. Ich nehme ihn jeden Morgen, wenn die Tavernen schließen. Folgt mir! Ja, und wir, du bist jetzt schon wieder irgendwo anders. Und ich hoffe, wir kommen nicht in noch eine Schlägerei, denn bisher habe ich das geschafft mit den Sachen hier, mit den 4 Gesundheitsquadraten. Warte, kurz die Haare aus dem Gesicht machen. Ey, ich habe gesagt, warte. Zack. Ich umgehe sie. Ja, hoffentlich. Ah, okay. Die meint er. Weiter? Gut. Ja. Warum vergnügen wir uns nicht auf den Dächern? Leonardo sagt, er hätte etwas Wichtiges entdeckt. Er untersucht seit Jahren eine versteckte Katakombe. Ich glaube, er kam nach Rom, um sie zu finden. Ihr ahnt ja nicht, wie er wirklich ist. Er arbeitet die ganze Zeit an dieser Sache und führt mich nie aus. Und er ist so geizig, ich muss ihn um Geld anbetteln. Er gibt euch tatsächlich Geld? Mehr oder weniger. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Allora, ihr kommt aus Firenze. Erzählt mir mehr davon. Wir hören den jetzt einfach mal zu. Gut, dann nutze ich meine Vorstellungskraft. Du weißt, dass da Leute stehen? Dreh dich um. Es ist zu früh am Morgen für einen Kampf. Folgt mir. Na, ich wollte gerade sagen. Gibt's hier irgendwo Uhren? Hat Leonardo etwas in den Katakomben entdeckt? Er fand den Eingang zu einem Tempel, über den er in einem Buch gelesen hatte. Seit Jahren habe ich ihn nicht so aufgeregt gesehen. Hat er etwas darüber erzählt? Dass der Tempel die vollkommene Zahl enthielt. Etwas, was von einem alten Griechen entdeckt wurde. Pythagoras. Ob euch dieser Schuh passt? Spürt meine Klinge! Angriff! Ja, ich versuche. Hackt sie! Ich will, ob euch dieser Schuh passt. Ich will, dass dieser Schuh passt. Du gehörst mir! Angriff!
Ihr wollt schnell ankommen? Dann meidet ihre Schwerter. Nein, warte. Ich möchte die ausrauben. Wie ich ihn kenne, hat Leonardo jedem davon erzählt, der ihm zuhören wollte. Habt ihr Männer in Roben in seiner Nähe gesehen? Warum sollte ich in der Werkstatt bleiben, wenn ich draußen meinen Spaß haben kann? Keine Ahnung. Frag den Meister selbst, wenn wir ankommen. Okay. Habe ich wenigstens ein Gespräch, über, mit dem ich über den, mit dem alten Mann reden kann. Ein Thema, über das ich mit dem alten Mann reden kann. So rum. Oh, wie er sich schön abrollt. Wann sind wir denn da? Wann sind wir da? Ich muss aufs Klo. Oh, warum rennst du noch weiter? Hallo? No. Ach komm, lauf weiter. Gott, bist du doof. Prallt seiner Frau ab. So ein Pussy. Ihr Leute, tretet vor. Sind wir gerade echt im Kreis gelaufen oder sah das gerade nur so aus? Diese Treppe hat mich so vorhin daran erinnert, als er meinte, es ist noch zu früh am Morgen. Ja, nee, super. Jetzt weiß ich auch, warum das heißt, Da Vincis Verschwinden. Maestro! Sie haben ihn. Nein! Er muss hier sein! Dieser Tempel, den er fand. Guck mal unterm Tisch. Leonardo! Salai, wenn ihr ihn retten wollt, dann sagt mir, wo der Tempel ist. Ich weiß es nicht. Cazzo! Ezio! Da ist eine Nachricht auf dem Boden. Was besagt sie? Ich kann nicht lesen. Leonardo wollte es mir beibringen, doch bisher... Villa, Gemälde. Sollen wir Kunstwerke studieren? Schon als Leonardo damals in eurer Villa wohnte, hat er nach dem Standort der Katakomben gesucht. Einige seiner Gemälde hingen in der Galerie dort. Doch was hat das mit dem Tempel zu tun? Guck doch mal dahinter. Vielleicht hat er seine Forschungsergebnisse in einem der Rahmen versteckt. Die sind zerstört. Sie sind bei dem Angriff verbrannt. Nein, sind sie nicht. Nur Leder und Johannes. Die Borgia haben den Rest. 6 Gemälde. 5. Ich sagte dem Händler, das Porträt einer Dame sei von Leonardo. Ich brauchte Geld für einen Wams. Natürlich ist er längst aus der Mode. Wer hat die Gemälde jetzt? Lucrezia Borgia. Im Palazzo ihres Mannes bei Ferrara. Dann ist es Zeit, das Gestohlene zurückzuholen. Ich glaube, ich erinnere mich gerade an noch eine Mission. Ich weiß halt nicht, ob die was damit zu tun hatte. Oh, es gibt noch eine reparierte Erinnerung. Ja, die 5 Gemälde finden. Das ist dann unsere Mission in dem DLC Da Vincis Verschwinden. Gut, jetzt wollen wir aber noch ein bisschen renovieren. Gehen wir einfach mal von Geschäft zu Geschäft. Ah, das Ding nimmt viel zu viel Platz weg. So. Das Pferd nimmt auch viel zu viel Platz weg. So, wiederhergestellte Erinnerungen. Diese Markierungen zeigen Startpunkte von Erinnerungen aus der wiederhergestellten Sequenz. Ja, wir haben auch wieder Geld bekommen, wie es sich anhörte. 6.000 haben wir jetzt, die wir dann noch ausgeben können. Reicht für 7 Sachen ungefähr. Und nein, ich möchte nicht investieren. Gott, ist das nervig. Mit CH. So, wir machen erstmal das große Gebiet, oder? Warte mal. Machen wir doch das Wichtigste zuerst, und zwar hier. Jo. Bräuchte ich einen Brunnen in der Nähe am besten. Gibt's nicht. Toll. Oh, Pferd. Nein, ich möchte ihn nicht ansprechen. So, Pferd. Und dann ziehen wir direkt durch, denn wir wollen ja heute noch da hinten ankommen. Und da hinten ist dann auch direkt die nächste Mission. Ich habe wichtige Nachrichten. Aufzug benutzen. Ja, das wissen wir ja. Okay, was hat das Pferd gerade gemacht? Egal, es gefiel mir. Uch. Toll, und jetzt wäre ich schon gesucht, wenn ich irgendwie eine Wache oder so anrempel. Bleh. Ja, okay, nicht wirklich gesucht, sondern ein bisschen gesucht her.
Nein. Ah, ich wollte rechts lang. Egal. Hi, hi. Denn mir wurde ja beigebracht, immer rechts zu fahren. Aber wir fahren erst weiter rechts, wenn wir im nächsten Part... Wenn ich den nächsten Part hochgeladen habe. So, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, ciao.